Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Pokalspiel unserer SGS Essen gegen den 1. FC Köln. Zu meiner Rechten begrüße ich Kölns Trainer Daniel Weber und zu meiner Linken unseren Coach Markus Hübner. Das Spiel im Stadion an der Hafenstraße endete 4:3 und ich glaube, ich kann mit Recht sagen, es war ein aufregendes Spiel für alle. Ja, finde ich. Aber da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Die Torschützinnen waren für die SGS Annalena Rieke, Natascha Kowalski, Katar Pilic und Beke Sterner. Für die Kölner waren erfolgreich Dora Zeller, Jankowska und Aczynska. Insgesamt sahen 1200, zweimal Dora Zeller, okay, also zweimal Dora Zeller. Insgesamt sahen 1249 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel. Und bevor wir jetzt zu den Statements der beiden Trainer kommen, schmeißen wir noch einen Blick auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Gestern gewann Wolfsburg gegen Bremen 5:0. Heute spielten noch HSV gegen Leverkusen 0:4 und Viktoria 89 Berlin gegen Jena 1:3. Die anderen Spiele sind morgen und im Januar. Kommen wir nun zu den Statements der beiden Trainer. Daniel, als Gästetrainer, hast du das erste Wort. Dankeschön erstmal der SGS. Viel Erfolg fürs Viertelfinale. Gratulation zum Sieg. Ich glaube, so wie gerade schon beschrieben, sehr aufregendes Spiel. Wieder mal, wie in den letzten Wochen, oft mit unserer Beteiligung recht viel Werbung für den Frauenfußball. Wahnsinnig temporeich, natürlich unter den Platzbedingungen auch von Fehlern geprägt. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit der eigentlichen Leistung der Mannschaft. Wir sind zwar nicht gut ins Spiel reingekommen, hatten vor 4 Tagen natürlich, oder 4 Tage die Regeneration noch mal zum Montagabendspiel in Freiburg. Für die Mädels in einem kleinen Kader aktuell sehr, sehr schwierig. Dort wieder auf die Füße zu kommen, und ich glaube, das war auch am Anfang unser großes Problem, nicht die Überwindung zu bekommen, die Meter zu machen, ins Spiel reinzukommen. Und somit gehen wir, glaube ich, auch verdient in Rückstand. Ob 2:0, sagen wir dahingestellt, auf jeden Fall die erste Halbzeit oder die erste halbe Stunde war nicht so ganz unser Spiel. Wir sind in einem reifen Prozess, wir sind in einem Aufbau diese Saison. Was wir können, ist zurückkommen. Das haben wir das zweite Mal innerhalb einer Woche stark geschafft. Dann macht es mir aber leider schon, oder die ganze Mannschaft war hoch enttäuscht natürlich, wenn man dann 3:2 führt. Ich glaube, das 4:2 auf den Füßen hat, von Dora Zeller auch wieder, dann haben wir das Spiel auf unserer Seite. Und ein Pokalfight, deswegen heißt es auch so, ist halt auch ein Pokalfight und wird dann über Kleinigkeiten entschieden. Und wir waren in der Situation von 3:3 in Unterzahl und mit meiner Meinung nach einem bösen Foul, wo die Schulter der Gegenspielerin sehr, sehr stark mit Absicht in den Körper gestellt wird. Und, da liegt, deswegen muss meiner Meinung nach Freischuss dafür geben. Somit ist Werner auch nicht in Unterzahl und somit fällt auch das Tor nicht. Und dann bleibt es halt offen bis zum Schluss. Ich glaube, am Schluss des Tages, wie gesagt, haben wir starke Werbung für den Frauenfußball gesehen und ein tolles Spiel und eine unglückliche Phase für uns am Schluss. Und somit in dem Entwicklungsprozess geht es leider am Schluss nach hinten los, was mich trotzdem stolz macht, weil die Mädels gerade ein Pensum abreißen, das toll ist, und wir begeistern Fußball spielen und dementsprechend Gratulation trotzdem an Essen. Danke, Daniel. Markus. Ja, danke, Daniel, für die Glückwünsche. Ich bin natürlich überglücklich. Man kann schon sagen, dass wir einen Lauf haben, dass wir nach dem Sieg in Hoffenheim da weitermachen konnten, und ich denke, das hat man die ersten 20, 25 Minuten gesehen. Wir haben schon fast wie im Rausch gespielt, müssen tatsächlich, wenn man ehrlich ist, vielleicht sogar auf 3:0, 4:0 erhöhen. Haben dann natürlich in der Phase, wo wir gerade nur nach vorne gespielt haben, kriegen wir das Gegentor. Danach, finde ich, fingen wir schon an zu wackeln, weil wir
einfach nicht mehr eine gute Restverteidigung hatten. Köln hat dann viele zweite Bälle gewonnen und wir wussten, Köln spielt eine gute Saison und gerade auch in den letzten Spielen, Köln ist eine Mannschaft, die immer wieder zurückkommt. Das habe ich den Mädels dann in der Halbzeit auch gesagt, dass wir einfach hinten besser stehen müssen, kompakter stehen müssen, aber die ersten 15, 20 Minuten, und das muss man auch klipp und klar sagen, waren wir dann komplett von der Rolle. Das hat Köln dann im Stile einer Klassenmannschaft, oder da hat man dann auch die Erfahrung gerade von der Dora Zeller gesehen, die dann den engen Raum, den sie hatte, sie ausgenutzt hat, dann zum 2-2 beziehungsweise dann auch zum 3-2. Aber auch das, finde ich, ist natürlich jetzt ein neuer Step, den die Mannschaft geht. Dann so ein Spiel, du führst, bist klar die bessere Mannschaft, liegst zurück, aber dann auch mal zurückzukommen mit so einer Wucht, finde ich, das ist ja große Klasse, finde ich. Und die Mannschaft hat dann natürlich eine absolut tolle Moral bewiesen. Katapilic macht ein super Tor, obwohl sie heute auch nicht unbedingt ihren besten Tag hatte. Aber trotzdem hat sie sich da durchgesetzt am linken Fuß. Und dann natürlich, klar, Beke Sterner, Kopfballspielerin, obwohl sie gar nicht so groß ist. Beke hatte vor 2 Jahren schon mal ein super Kopfballtor nach einer Standard gemacht. Und dann haben wir uns belohnt. Nach hinten raus, finde ich, haben wir es dann besser verteidigt, gut verteidigt, ist klar. Köln war natürlich dann am Boden, aber ich bin überglücklich, dass wir dann den Sieg nach Hause bringen konnten und dass wir die nächste Runde erreichen. Und vor allen Dingen, dass wir einfach heute mal nicht zu Null gespielt haben, dass wir Gegentore kassiert haben, aber trotzdem, dass die Mannschaft dann immer wieder aufgestanden ist und dann letztendlich das Spiel noch umgedreht hat. Deswegen Chapeau an die Mädels. Oder im Endeffekt bin ich jetzt auch froh, wir haben jetzt 2 Wochen frei durch eine Länderspielpause, dass wir jetzt mit so einem Erfolgserlebnis noch in die eminent wichtigen bzw. schwierigen Spiele dann gegen Freiburg bzw. dann auch noch am letzten Spieltag gegen Köln gehen, dass wir weiter auf dieser Welle schwimmen, dass wir weiter dieses Selbstvertrauen haben und dann hoffe ich, dass wir da auch noch an die Leistung anknüpfen, die wir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen gezeigt haben. Publikum war wieder top. Zwischendurch habe ich schon gedacht, nach dem 3-2, Daniel hat es gesagt, Köln hatte schon dann die Riesenchance durch Dora Zell, hätte das 4-2 sein können, aber die Fans haben uns dann wieder nach vorne gepusht und ich glaube, das war auch dann wieder ein Stück weit, dass das die Mannschaft auch dann zum Sieg getragen hat. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bis in 2 Wochen hier zu Hause gegen Freiburg. Jetzt habe ich deine Woche. Ja, herzlichen Dank den beiden Trainern und auch Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit. Max hat schon gesagt, das nächste Spiel unserer SGS findet am Samstag, den 9. Dezember statt. Dann erwarten wir hier um 14 Uhr an der Hafenstraße. Dann erwarten wir hier um 12 Uhr an der Hafenstraße in Freiburg. Stimmt, da muss 12 Uhr heißen. Ich habe nämlich notiert, die Kölnerin empfangen dann im Anschluss daran den VfL Wolfsburg um 14 Uhr. Deswegen kann das auch nur 12 Uhr sein. Ja. Da sehen wir mal, dass Fußball Mannschaftssport ist und Fehler des Einzelnen gerne auch mal ausgebessert werden. Schwierig wird es immer nur, wenn die Torhüter noch Fehler machen. Da steht meistens keiner mehr dahinter. Kommen Sie alle gut nach Hause, dir Daniel und deiner Mannschaft eine gute Rückreise nach Köln und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, wir sehen uns gegen Freiburg. Yeah!